Beim letzten Mal die erste Welt abgeschlossen und heute geht es direkt weiter. Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ich habe so Bock weiterzumachen. Und das ist schon, ich glaube, die dritte Aufnahme oder die vierte, die ich heute mache, weil ich einfach so gehypt auf dieses Game bin. Und wir holen uns jetzt erstmal diese Dreieckspyramide, um irgendwas freizuschalten. Und dafür müssen wir hier alle Gegner besiegen. Und das sieht erstmal nicht so schwer aus, weil viele Bob-Oms. Wird erstmal hier schön weggedasht. In die Menge da vorne werfe ich doch gerne mein Schwert rein. Um hier ein bisschen was rauszuholen. Wunderbar. Keine Chance. Ja, keine Chance. Ja, doch. Du wirst ja sogar schwächer dadurch, ja. Ich hätte noch meinen Spark zünden können, dann hätten wir nicht wissen können, was das genau macht. Können wir beide treffen? Boah! Ja, dann tun wir das doch. Sind beide sogar raus, ohne dass Mario auch nur ansatzweise was tun muss. Und Mario macht einfach einen Jump und fliegt ziemlich weit. Weil er macht hier einen Sprung nach unten. Und dann geht's für uns direkt hier weiter. Nach hier hinten. Um auch noch hier einen Dash rausholen zu können. Heute ist mein Tag, Leute. Und da hinten hoffe ich doch auf einen Crit. Schade. Trotzdem guter Damage. Wenn du dich da hinten bewegst, dann gibt's hier Ärger. Mit Onkel Mario. Der kümmert sich nämlich darum. Und wenn er sich bewegt und auf uns zukommt, ist halt sein Pech. Dann geht's aber volles Kanonenrohr von Rebella. Ja, okay. Mario kann auch nichts mehr machen? Nö. Dann gebe ich den Zug doch mal ab und wir schauen, was die Gegner machen. Oh, ich wusste nicht, dass die da runterjumpen könnten. Aber alles gut, alles gut. Er wird auf Mario schießen. Den Spark konnte ich nicht mehr zünden, ja? Das hätte ich sonst. Ich habe die Sprungplattform nicht gesehen. Die sehen halt anders aus als im ersten Teil. Deswegen ich halt ein bisschen verwirrt bin. Es tut. Hier springe ich doch herunter, damit ich bis vorkomme. Dann überlege ich erstmal, was ich mit den anderen Charakteren hier mache. Ich glaube, mit ihm mache ich genau das Gleiche. Hoch mit dir. Ja, weil dann fliege ich nämlich hinter die beide. Zünd mein Raserei-Gedöns. Und guck mal, wie sich das jetzt aufwirkt. Yo, instant tot. Ich will erst mal, dass der da weg ist. Zack, Damage gemacht. Er sollte doch in meiner Range zum Dashen sein. Nein, ist er nicht. Gam nennt man sowas. Hochkommt tue ich auch nirgends, oder? Nee. Springen können wir nicht. Nein. Dann hoffe ich, dass einer der beiden trifft. Ja, war ja klar. Kein Stress. Wir reflektieren 40% des Schadens. Wie viele Gegner sind es denn noch? Sind nur noch die hier? Wer ist halt auch raus. Und er ist der Letzte, der noch steht. Vielleicht stirbt er sogar durch seinen eigenen Angriff. Wunderbar, Schlacht gewonnen. Ey, kein Stress, Leute. So starten wir doch gerne in eine Folge. Sternteile haben wir auch wieder. Genau. Für einige, die sich vielleicht wundern, warum ich nicht in die zweite Welt steppe. Wir haben noch so viel zu tun in der Welt. Wir gehen Stück für Stück weiter. Ich mach mal so das, worauf ich Bock habe, mache ich jetzt. Und der Rest dann halt später. So. Lassen wir das herunter. Da gehen wir gleich hin. Jetzt aber erstmal das hier hinten einfügen. Um zu gucken, was hier passiert. Aha. Ein Propeller-Drehding. Was gab's denn da immer? Gab's Geld, gell? Oder? Ah, nee, Erinnerung. Und Dings. Okay. Eine Planetenmünze sogar erhalten. Ja, strong. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, ob ich die sparen soll oder ob ich die ausgeben soll. Ich weiß nicht, bleibt die Währung immer gleich oder ändert sich die? Ich hätte hier außen rum langlaufen. Egal.
Der Sonnen. Hier brauchen wir so einen Schlüssel. Okay, den können wir uns ja holen bei dem Roboter-Typen. Es gibt noch so viel hier zu erkunden. Die ist sicherlich. Hallo. Hinterteilte haben einen immensen Einfluss auf das Ökosystem. Ja, deswegen bin ich auch gerade dabei, diese zu beseitigen. Boah, der Strand sieht schön aus. Also, abgesehen von dem Wasser, das halt ein bisschen kantig und, naja, trocken aussieht. Alles super cool. Hilfe, ich habe meine Party-Chips verloren. Piepton Punker, Midi Blaster, Casting Kracher und Chiptune Macher. Ach, die liegen hier und die sammle ich ein, natürlich ohne mit den Bob-Oms zu kommen. Schlechte Neuigkeit, meine beiden Alben sind verschollen. Wenn ihr absammeln wollt, müsst ihr sie für mich finden. Oh ja, kein Problem. Ohne dass der Bob-Ob mich sieht. Boah, wie lange läuft der mir denn hinterher? Lauf, lauf, lauf. Wunderbar, eine haben wir. Okay. Und die zweite liegt doch auch hier vorne, nicht? Ja, da. Da würde warten, wenn der Bob-Omb sich umdreht. Ja, dann sprinten wir schnell hin. Ein Level 3er Bob-Omb. Also, ich habe jetzt keine große Lust, mich mit einem Level 3er Bob-Omb anzulegen. Ich hoffe, es ist dann auch so, dass man vielleicht aus Kämpfen... Also, ich weiß, man kann fliehen, aber es wäre auch cool, wenn man Kämpfe skippen könnte. So wie in Paper Mario. Dass, wenn man stark genug ist, dass man Gegner schon besiegt, ohne mit ihnen einen Kampf zu müssen. So, let's go! Scheinbar gibt es hier noch ein anderes Problem bei dem Typen. Ja, schaff das Ding hier raus, bitte. Das mache ich doch gerade noch. Es kann ja nicht sein, dass hier unsere ravende Party hier unterbrochen wird, weil irgend so ein Tentakel hier unsere Boxen kaputt macht. Das ist ja wohl das Allerletzteste. Das heißt so Allerletzteste, das wusste ich. Vielleicht hätte ich das doch nicht tun können. Oha, hä, wie viel ist denn hier los? Wo spawnen wir denn? Ja, ich skipp das, komm, ganz ehrlich. Showtime. Ich kämpfe freiwillig gegen keinen von denen. Mit Mario können wir aber eine krasse Distanz zurücklegen jetzt. Und Flug, Flug, Flug. Flug, wunderbar. Dashen können wir die Dinger nicht nach. Aber wir können auf beide mal draufballern. Und so schon mal hier so ein bisschen Damage rausholen. Sollen wir mit ihm auch gerade in die Richtung gehen? Die Frage ist, warum sollten wir das denn nicht tun? Weil wir nicht so weit kommen. Ja, wir können auch nicht zweimal springen, das kann nur... Deswegen throw ich mal auf ihn! Zack, zack! Er sollte down sein, oder? Ist er nicht? Ich sehe dich! Ja, aber du triffst ihn nicht. Aber jetzt. Sing! Zack. Ich glaube, Rabbit Luigi hat eine 100% Trefferchance, wenn er so steht, gell? Ich gebe den Zug mal ab. Ich glaube nicht, dass uns irgendein Gegner erreichen kann. Ja, ihr seid eh langsam. Und die Kleinen gibt es bei mir in der Gegend gar nicht. Die sind. Da ist einer. Ja, die sind ewig weit weg. Und als ob die über das halbe Spielfeld schießen können. Er könnte vielleicht Mario treffen. Kann er auch nicht. Sagen wir staying together. So. Oh yeah! Fliegen, 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 fliegen. Damit wir mit Mario noch was rausholen können. Ah, das ist jetzt nicht gut.
reicht. Wir kommen aber mit Mare. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte nicht so weit. Aha. Genau wegen ihm. Nee, das war Rabbit. Ich schieß unfreiwillig auf. Ja, komm, dann schießen wir auf die zwei. Ich will mich... Oh. Komm schon. Vielleicht bist du... Reden wir nicht drüber. Er kann noch ein bisschen laufen. Weil er hat ja noch nicht angegriffen. Ich will mit ihm auch ehrlich gesagt nicht angreifen. Ich will eigentlich gucken, ob der Kollege hier Mario reacht. Nee, tut er nicht. Dann gar kein Stress. Trotzdem kann es sein, dass der Typ hinter ihm auf uns schießt. Deswegen, dass es das mal schön reflektieren werden. Und sonst entspannt einfach einmal im Kreis drum herumlaufen. Und uns nicht allzu sehr mit diesem Tigerwesen anlegen. Ich hab deren Namen schon wieder vergessen. Im Ash ist auf Mario, kriegt aber auch Damage zurück. Portale sind mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Aber wir könnten einen Dash raus. Direkt Damage noch. Warum nicht? Durch Damage, durch Dash-Schaden werden wir nicht verfolgt, oder? Wrong. Nicht zu weit fliegen. Will nämlich auch noch mit Mario bis dahin kommen. Ja. Aber erstmal, glaube ich, will ich so. Dann können wir noch einen Dash reindrücken. Machen wir mit Mario auch gleich. Oh. Nein, 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 mit Mario. Ah, mit Mario kommen wir da gar nicht hin. Okay, dann kein Stress. Ah, das ist jetzt... Wobei, wir können ja mit Mario hier spielen. Und Mario kommt halt ultimativ weit, weil... Wir können einmal hier zack machen und dann nach hier fliegen. Und zwar bis zu den zwei Blöcken hier, wunderbar. Und könnt schon mal drauf schießen. Ja, es läuft gut, es läuft gut. Kann auch sonst eh nichts machen, also darauf. Da es ja doppelten Damage kriegt, soll das Portal auch down sein. Komm, ist es nicht. Ich will ungern den Kerl da treffen. Oh, hier würden wir sogar ein Auge treffen. Oh, wir nehmen aber in Kauf, dass der Typ hier angerannt kommt. Ja, aber das können wir doch. Let's go. Das müssen wir jetzt ein Stück umgehen, indem wir halt alles wieder zünden, was wir zünden können. Weil wenn wir ein Auge treffen, ist gut. Und das Portal halt. Das Portal, also das Portal müssen wir nicht unbedingt treffen. Aber halt so ein Auge wäre halt strong. Und der Typ da ist sogar raus. Komm hier schön. Hard Damage. Nein, nein. Ah, das war dumm. Ja, okay. Das war... Oh mein Gott, das war ganz arg dumm. Weil, ja. Das war... Er kann zweimal alt halten. Ja, das war dumm. Okay. Egal. Es muss auch mal Rückschläge geben, sonst ist das Spiel zu langweilig. Ah. Okay, gut. Ganz dringend, ganz weit weg hier. Treffen wir so nicht. Dann jumpen wir. So, erstmal den Down machen, ganz sicher. Weil wir können tatsächlich... Nach einem Sprung länger fliegen als ohne einen Sprung. Komm, einen Crit. Wunderbar. Lebt zwar noch, aber einen Crit reingedrückt.
Ja, einmal dashen, warum nicht? Man kann nie genug dashen. Nein! Ach, ich drücke immer X, weil ich noch rennen will. Ich da lang. Platziere mich hier. Nee, 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 nee. Das ist einer. Das sind halt zwei. Aber ich würde mich halt vorher erstmal richtig platzieren. Ich glaube, so treffe ich die. Ja. Nee, dann machen wir doch lieber... Nee, ich will doch die beiden. Ich habe lieber zwei raus wie einen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und die kriegen ja auch doppelten Damage. Die überleben das. Das ist nicht deren Ernst. Okay. Ist Mario auch schon laufen? Ja. Ich mach trotzdem mal den Schutzball links an. Einfach safe sein. Und wir kommen aber bis hier hinter. Ja, dann stelle ich mich halt dahin. Hauptsache die zwei sind raus! Shazam! Keine Ahnung, ob der uns erreicht, aber wenn. Sicher ist sicher. Einfach mal den noch ein bisschen schwächer machen. Und wir können eigentlich nichts mehr machen. Wir können noch ein Item zünden. Ich glaube, Mario hat mal so einen Pilz nötig. Wie viel heilt er denn? Oh, strong. Not bad, not bad. Ja, er macht... Oh mein Gott, er macht so wenig Schaden. Wir haben ihn durch den Dash, haben wir ihn ja schon ein bisschen was gezogen. Und jetzt dann nochmal so... Durch. Aber lauf, lauf nach vorne. Zu weit zurück. Echt nicht nice. Mario, wenn Mario sich da einstellt, kommt noch hin. Doch gut. Er muss halt auch bis zu Mario kommen. Mario kann ja für ihn noch ein Stück vorgehen. Ja, guck mal. Wundervoll. Zack. Und da wird auch in die Richtung hier geflogen. Und sich hier hin platziert. So. Und Mario dasht. Stellt sich dahin. Weil da kann Mario nochmal jumpen. Und noch ein ziemlich bisschen was hier an Höhe gainen. Ja, das war. Den da und den da. Ja. Beide drauf. Beide weg. Sehr schön. Jumpen können wir mit ihr ja nicht mehr. Wir könnten versuchen, das Portal zu treffen. Um mit Luck sehr viel Damage zu machen. Ja, das Portal steht noch. Treffe ich das? Nein. Aber vielleicht, wenn ich mich ganz vor an den Rand stelle. Nee, ich treffe nichts. Schade. Er hat aber genug Leben, er kann sich da hinstellen. Wir sind aber keine Gegner. Das hört sich echt entspannt an sogar. Ich gebe mal den Zug ab und guck mal, was die anderen jetzt machen hier. Laufen erstmal auf mich zu. Was ja für mich erstmal, sagen wir, wie es ist, kein Problem ist. Ja? Das hier maximal, weil die könnten halt treffen. Beide. Wenn er jetzt nach rechts läuft, ja, er kann alle treffen. Ah, vielleicht Mario nicht. Ja, aber sehr gut platziert. In jederlei Hinsicht hat sich das gelohnt. Hoch mit dir. Die kann ich nicht stampfen. Hätte ja sein können. Und da sind die weg. Werden wir nicht übermütig. Wunderbar. Doch, sowas von übermütig. Ich bin ein Profi in dem Game. Erfahrungspunkte auch. Sehr schön. Münzen, Sternteile und Story. Geht weiter. Oder halt Quest. Wackel, wackel. Oszillator, Kater, Mikrosound, Clowns und 8-Bit-Sounds. Jeep Tuner hat den Beat für die perfekte Welle.
Attacke. Ich nenne es Fish and Chips. Jede Menge feuchte Puls, Mellow. Ja, yeah, ich finde ihn auch stark. Nein, nein, ich wollte den. Weißt du was? Egal. Lass uns einfach weitermachen. Strong, dass wir dafür einfach einen Spark bekommen. Und natürlich gucke ich mir den an. Vielleicht ist er ja sogar besser. So, wir gehen wieder auf Sparks. Und er ist der Neue. Alle Rasereiangriffe. Ah, okay, hier Waffe und hier Raserei. Aquaflux heißt er. Okay, aber ich sag mal so, das ist halt tausendmal stronger, Elektro. Gut, steppen wir weiter. Lauf vielleicht nicht gegen den Schirm. Da hinten sind nur Münzen. Da ist noch so eine Dings. Level 9, das sind wir. Ja, dann machen wir das noch weg. Wahoo! Okay. Das ist einfach nur ein Erreiche, das Gebiet, was mit Mario halt einfach wird, weil Mario ultimativ weit fliegt. Mir nach. Okay. So, du bist mir erstmal. Ich stelle dich mal ganz nach da hinten. Ich stelle dich hier hin, damit ich weiß. Ich halt auch hier hin. So? Kann ich mit Mario Team jumpen? Nö. Wunderbar. Da wird weit geflogen, da wird weit geflogen. Oh mein Gott, das war knapp. Aber hat sich halt in jederlei Hinsicht gelohnt. Wir können auf die zwei volle Kanne schießen von hinten. Wir können nochmal Rabbit Luigi nach vorne schicken. Sollte relativ schnell. Wohin? Wird hier auch nochmal gejumpt. Mehr so, aber nach hier. Um von hinten aufzuräumen. Und wenn einer von den beiden noch überlebt, dann kriegen sie jetzt noch von ihr. Das hier. Nimm das. Reingefeuert. Oh mein Gott, wie krass. Sehr schön, sehr schön. Ey, es läuft so perfekt heute. Ja, der Typ da hinten, der könnte sich bewegen. Deswegen zünden wir doch mal noch die Heldensicht rein. Und es ist mir eigentlich egal. Mario sollte das in der nächsten Runde easy machen. Double Shot. Ja, er snipert mich hier weg. Denkt er zumindest. Ja, er auch. Und wahrscheinlich er auch noch. Er geht dann auf, auch auf Luigi. Ja. Aber kein Stress, kein Stress. Mit Mario steppen wir dann jetzt. Oh, mit einem Dash. Komm, mit einem Dash hier. Zack. Den Gegner noch besiegt, dafür gibt's Sternteile, ist wichtig. Oh, das ist sowieso smart. Vielleicht noch erst Gegner besiegen, bevor wir ins Ziel laufen, weil das könnte uns Sternteile geben, die wir brauchen, um Sparks zu verbessern. Das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. So. Ja, oh, da gibt's sowieso noch ein paar. Es sind sehr viele von den Kürzen. Oh, da sieht's aber nochmal nach was aus. Was brauchen wir hier? Ich hab die Bombe gehört. geh doch weg. Ah, und hier geht's dann für uns weiter. Beim nächsten Mal. Oder beim übernächsten Mal, ich weiß es noch nicht ganz. Wir brauchen jetzt erstmal was wir hier werfen können. Wir könnten den Bob-Bomb an. Actually eine gute Idee. Sagt man denn einen Bob-Bomb an? Oh, wir müssen nach da hinten sowieso. Da gibt's nämlich eine Erinnerung. Aber wie kommt man denn da am besten hin? Hier. Könnt ihr doch jetzt einfach diesen Bob-Bomb dashen. Nee, wir kommen dann in den Kampf, okay. Ich dachte vielleicht, dass wenn ich den Bob-Bomb dashen dann auch in der Overworld nehmen kann und werfen kann. Aber scheint nicht so gewesen zu sein, will ich den Kampf machen. Nee, der ist zu klein. Ich schneide euch das ganz kurz raus. Wir sehen uns gleich wieder. Was mir das jetzt gebracht hat, tatsächlich gar nichts. Okay. Was brauchen wir? Hier brauchen wir eine Kugel.
Wo findet man denn sowas am besten? Hm. Den Typen da hinten gab es ja auch noch an seinem Brunnen. Was sollen wir denn für dich tun? Tag auch, Sportsfreunde! Ihr seht aus, als wärt ihr voller Tatendrang, bereit für strahlenden Strand-Dummbarsch-Weitwurf-Wettkampf. Was? Dummbarsch-Wettkampf! Ihr müsst alle Dummbarsche in den Brunnen werfen, bevor die Zeit um ist. Für einen Unkostenbeitrag von läppischen 20 Münzen. Ja, let's go. Und, sagt ihr ja oder nee? Ja, komm. Wusstet ihr, dass ihr drauf seid, noch ein kleiner Tipp? Rast mal gegen Dummbarsche, dann lassen sie sich besser aufheben. Noch was, wenn ihr zu weit weg geht... So weit weg geht, strong. So weit weg geht, muss ich euch disqualifizieren und die Münzen sind futsch. Dem Sieg... dem Sieger gehört die Beute. Let's go, ich bin voll konzentriert. Dashen. Oh, wir haben ja ewig viel Zeit. Aber trotzdem rennen. Die Musik! Ich habe keine Ahnung, wie die Musik heißt. Nein! War dumm. Gib auf. Die Musik ist wunderschön. Die Musik ist so wunderschön. Schnell, schnell, schnell. Wer sind denn das auch? Ich weiß nicht, was schneller ist. Strong ist nur noch der eine. Nimm den doch, heb den doch auf. So. Jetzt wird zurückgesprintet. Und tschüss. Oh, es gibt noch welche. Wusch. Wusch. Nein! Oh mein Gott, lauf, 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 bitte. Ja. Wie viele sind denn das? Das ist doch nicht machbar in der Zeit. Wusch. Oh, beide. Das könnte uns ein bisschen Zeit sparen. Oh. Der ist wieder aufgestanden. Das ist nicht dein Ernst. Wo ist der hin? Okay, vergiss es. Herausforderung gewonnen? Okay, cool. Erste Sahne. Das war dufte, Sportsfreund. Dafür gibt's Gold. Du hast meinen Rekord geknackt, einigen wir uns auf einen Unentschieden. Aber versuch es ruhig wieder. Kein Problem. Da gibt er uns aber auch eine schöne Kiste. Okay, gut. Und wir kriegen eine Planetenmünze. Wir haben schon 14 davon, das seht ihr über mir. Cool, cool. Auch nochmal ein paar Coins. Nehme ich auch mal mit, falls wir wieder unsere Leben heilen müssen. So, wir laufen mal weiter. Da gibt es noch was hier. Da müsst ihr euch so drehen einfach. Und dann gibt es auch Coins dafür. Nee, das ist ein Viereck. Das brauche ich nicht. Wir brauchen einen Kreis. K-R-I-S. Ist das ein Kreis? Nein, das ist das Dreieck von vorher. Oder von... Ich weiß nicht genau wann. Die Schwierigkeit... Was? Eines herumsteigenden Gegners wird durch die Farbe gezahlt. Das habe ich hier tatsächlich gemerkt. Nee, hier waren wir auch schon. Dann steppen wir doch einfach wieder nach vorne und gucken, was sich noch für Quests oben im Dorf befinden. Weil wir da ja tatsächlich noch nicht wirklich waren. Mit A klettert man. Und den Schlüssel wollen wir noch holen, genau. Aber wir können ja auch ein anderes Mal hier zurückkommen, so ist ja nicht. Lass uns mal hier ins Dorf reingucken. Ja, oh, hier gibt es auf jeden Fall noch zwei Kämpfe. Stufe 9. Ja, ist nur ein Kampf. Soll ich den noch dranhängen? Komm, wir hängen den noch dran. Ich hoffe, der wird nicht zu schwer sein. Entspannt euch, ich mach das. Nehmt deine Auszeit, tankt bis die Sonne ab hier mit dem Rabbit Mario. Keine Widerrede. Okay, das ist ein vorgegebener Kampf. Fensterzeitpfützen sind mindestens so gefährlich wie Schwimmen gehen, nicht wahr? Und schwimmen sollte man niemals allein. Das stimmt. Prinzessin, würdest du dich an ihn drankletten? Deine Fertigkeit, Teammitglieder zu beschützen, könnte nützlich werden. Auch wenn du sie sicher nicht nötig hast, Rabbit Mario.
Kein Problem. Nee, okay. Wir haben zwei vorgegebene Charaktere, mit denen wir das machen müssen. Stell ich mir stressig vor, aber dann ist die heutige Folge halt ein bisschen länger. Ja, oder auch nicht. Das ist ein sehr kleiner Kampf. Die Allegation sollte nicht so schwer werden. Wenn ich schon mit einem Strong Dash reinstarten kann. Aber halt lieber mehr Schaden machen wie halt ja. Auf jeden Fall. Damit können wir wahrscheinlich auch mehrere treffen. Die Animation ist immer noch meine Favorite-Animation. Nicht zu vergessen, Rabbit Peach kann ja auch noch machen. Oh, Rabbit Mario hat gar keinen Spark. Vielleicht nicht so. Aber wir können, wenn wir uns schlau hinstellen, hier den Dash rausholen. Ja, und hier die drei bekämpfen. Zack, zack, zack. Ja, aber wir könnten halt getroffen werden. Weil ich glaube nicht, dass der Große so weit kommt. Und ich glaube, es ist eher der Große das Problem, weshalb ich gleich einen Protektor zünde. War klar. Aber Mario kommt doch angerannt, oder nicht? Wunderbar. War halt nicht angerannt, aber halt. Ihr wisst, was ich meine. So, ich glaube, der hier ist eher unser Problem. Team Jump, warum nicht? Hier hinzustellen. Einen Dash rauszuholen. Boah, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann auch den Protektor zünden noch. Ja. Oder? Nee, ich kann nur noch eine Sache machen. Ballern oder protektieren. Dann wird aber ganz dringend geballert. Rabbit Mario wird davon nicht getroffen. Zack. Er ist zwar unempfindlich dagegen, aber wir machen trotzdem gut Schaden. Ah, das ist schlecht, weil beide kriegen. Nee, es kriegen nicht mal beide Schaden. Okay. Können wir jetzt noch Protektor? Nein, können wir nicht. Oh, aber haben wir auch gut Schaden gemacht. Hingezeigt. Ja. Aber das sollten wir easy überleben. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt... Oh, wir können nur noch mit... Wir könnten doch einen Spark machen, hätten wir einen. Ich hoffe mal, wir überleben die Runde. Ja. Also Peach... Nein! Ich wollte einen Pilz essen. Wir überleben das zwar, aber trotzdem für den nächsten Kampf sind wir schon mal vorbereitet. So, hätten wir den Kampf hinter uns. Und Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert den Channel, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.